Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Deutsche Kartoffel. Heute geht es um Fahrradtaschen und zwar von Rhinowalk oder Rhinowalk, ich weiß gar nicht genau, wie man das so richtig ausspricht. Das sind sie einmal, zweimal für vorne. Die sind so zum, ja, hoffentlich perfekt für diese Art Federgabel und für hinten habe ich Gepäckträgertaschen. Die sind auch noch original verpackt und beim Mokwibersalt haben wir ja anders als zum Beispiel beim Hemiway Zebra hier eine vernünftige Aufnahme für Fahrradtaschen. Ich würde mal sagen, ich fange mal an mit Ene. Rocky ist auch da. Hallo. Okay, was ich jetzt nicht wusste, es sind tatsächlich Fahrradtaschen und Rucksack in einem. Also okay, ich hoffe mal, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als könnte man das hier doch recht einfach abmachen. Ja, und zwar richtig einfach. Das Ganze funktioniert auf beiden Seiten. Einfach ein bisschen zusammendrücken und schon hat man, ja noch nicht ganz, jetzt muss man das Ganze hier nochmal zack, auf der anderen Seite auch nochmal ausstöpseln. So, dann hat man hier diese zwei Gurte. Okay, was mache ich damit jetzt? Na gut, den Rucksack testen wir später. Jetzt hat man hier auf der Rückseite ein extra Fach. Das kann man dann so aufklappen. Und hier sind... Okay, ich weiß es nicht, ob ich damit wirklich zufrieden bin. Auf jeden Fall passen... Also das muss man schon sagen. Sie passen hier einfach individuell an diesen Gepäckträger. Das müsste natürlich jetzt auch bedeuten, dass sie richtig gut ans Hemiway passen. So, Rocky Schild hier. Schild, dein Ding. Hier habe ich nämlich den Hemiway-Gepäckträger. Vielleicht sind die Taschen doch sogar besser fürs Hemiway. Und die passen, wenn man die hier einfach ein bisschen... Das Ganze geht ein bisschen strammer, aber die passen auch universell tatsächlich an diesen richtig fetten Hemiway-Gepäckträger, der ja vom Durchmesser hinten ein bisschen größer ist. Und hier habe ich jetzt mal eine Gepäckträger-Fahrradtasche von VD. Und hier gibt es ja normalerweise an dieser Stelle diese Gummiadapter, aber ja, beim Hemiway Zebra muss man auf jeden Fall auf diese Gummiadapter verzichten. Und da das Ganze ja sonst so am Rahmen scheuert, habe ich hier Panzertape genommen, damit das zumindest so ein bisschen ab... Ja, anti-scheuert quasi, aber ja, okay. Die universellen Taschen würden theoretisch auch zum Hemiway passen. Und das Video für die Fahrradtaschen vorne beim Hemiway habe ich ja auch schon mal in einem extra Video gezeigt. Also schaut einfach auf meinem Kanal vorbei, falls ihr wissen wollt, welche Fahrradtaschen das hier sind. Ansonsten wirken die natürlich wasserdicht, muss man erstmal so sagen. Ich bin echt gespannt. Ich weiß es gar nicht mehr, wie viel denn tatsächlich reinpasst, also von der Literzahl her. Ah, da haben wir es. 27 bis maximal 30 Liter sollen hier reinpassen. Ich habe mich jetzt für die Farbe schwarz entschieden. Ich habe euch die auch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Vor allem vorne wird ja gleich noch sehr interessant. Aber dann schauen wir uns die jetzt erst noch mal weiter hinten an. Ich würde erst mal sagen, ich bringe sie jetzt noch mal wieder an den Gepäckträger dran. Also wenn ich mir das Ganze so anschaue, also das ist schon, das sind wirklich schon recht große Taschen. Bin ich, ja, erst einmal zufrieden mit. Die erste Fahrradtasche ist dran und sieht auch, ja, recht groß aus. Dadurch, dass man die jetzt unten quasi nicht befestigen kann, muss man die natürlich gut befüllen, damit die oben gut halten. Weil normalerweise hat man bei den ganzen Fahrradtaschen hier unten auch noch mal die Möglichkeit, das irgendwie am Rahmen zu befestigen. Guck mal eben, ob wir hier so ein bisschen reinfilmen können, ob das von der, ja, Helligkeit so ein bisschen geht. Sonst, ja, doch. So, ich habe hier noch mal so eine Mini-Lappe geholt. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich viel bringt. Eventuell ist das auch schon hell genug, dass man genug sieht. Wir haben hier auf jeden Fall nochmal, ich glaube, ja, eine Klettverschlussmöglichkeit. Hier ist dann, oh, hier ist auch nochmal, aha, ah, hier ist nochmal so ein Gurt drin. Ja, jetzt so könnt ihr den sehen, der war hier auch nochmal drin versteckt. Also hier ist jetzt eine etwas, ja, okay, das Licht brauche ich, glaube ich, tatsächlich nicht. Hier ist jetzt eine etwas größere Tasche und dann, oh, das können wir sogar rausholen hier. So, ich habe mal versucht, dieses Inlet so ein bisschen rauszuziehen. Hier ist von außen dann auch noch mal eine Tasche. Da kann man dann wahrscheinlich, wenn das Ganze hier vernünftig wieder drin ist, dann kann man da vielleicht sogar Portemonnaie oder irgendwas. So, jetzt haben wir doch mal eine richtig gute Sicht in die Tasche. Habe ich ja doch noch mal ganz gut hinbekommen hier. So, da ist dann noch mal zu sehen, das eine etwas größere Fach und
Dann von außen kann man da noch mal ein zweites kleines Fach sehen, vielleicht für Portemonnaie oder ähnliches. So, die Tasche hinten links ist jetzt schon mal dran. Man verbindet die hier mit oben und die hier, das ist, glaube ich, so ziemlich offensichtlich. Aber was ich jetzt mit der Schnalle mache, weiß ich gerade ehrlich gesagt noch nicht. Vielleicht ist das ja auch so, ja, aber wo soll das hin? Das flackert ja sonst hier oder hängt die ganze Zeit in der Gegend rum. Oder man tauscht die einmal durch, aber dann hängt der Kleine in der Gegend rum und man kann die jetzt auch nicht irgendwie abnehmen. Okay, da bin ich noch nicht so ganz sicher, was das jetzt zu bedeuten hat. Ich gucke mir nochmal den Zusatzgurt an, der jetzt dabei war. Da im Prinzip ein verstellbarer Gurt. Vielleicht kann man die Tasche dann auch damit über die Schulter einfach tragen. Ich habe gerade gesehen, hier haben wir dann auch nochmal eine Schnalle. Das ist dann wahrscheinlich eher für die Umhängefunktion der Tasche gedacht. Aber das gefällt mir jetzt tatsächlich nicht, muss ich mal so sagen, wie es ist. Naja, schauen wir mal. Vielleicht finde ich dann nochmal im Internet irgendwelche Eindrücke. Ich packe erstmal die auf der rechten Seite aus. Auch hier natürlich wieder die Rucksackfunktion. So, ich habe den mal so umgeschnallt jetzt. Erst einmal, okay, trägt sich wie ein Rucksack. Ist auch am Rücken recht stabil, muss ich sagen. Oh, also, ja, kann man machen, aber wie soll ich denn, wenn ich zwei Taschen habe, wie soll ich denn beide als Rucksack tragen? Ich weiß auch nicht. Okay, das Problem ist auf jeden Fall gelöst, denn man kann die Schnallen einfach, ja, hier, die schlabbern dann nicht die ganze Zeit rum. Man könnte auch die, das Ganze wäre dann so ein bisschen enger, das würde auch funktionieren, dass man die vorne einfach zusammenschnallt. Dann, was ich hier noch gar nicht gezeigt habe, ist dieses Ding, muss ich auch sagen, da weiß ich gerade nicht, wozu soll das sein. Ist das so eine Art Diebstahlsicherung, dass man die Taschen einfach nicht rauskriegt, wenn man den, ja, würde ich sagen, ne? Wenn man den einfach dreht und die Taschen sitzen hier drin, kriegt man die Taschen auf die Schnelle nicht raus. Okay, also das ist dann nochmal so eine Art kleines, ja, so ein kleiner Diebstahlschutz. Von unten sehen die so aus. Hier steht dann auch nochmal Rhino Walk drauf. Optisch finde ich die ja eigentlich ganz okay. Okay, also die Anbringung hinten ist wirklich ultra leicht und eventuell werde ich die auch auf meiner Dänemark-Reise testen. Vor allem richtig geil finde ich ja, dass die einfach auch, waren eigentlich für meinen Mokwi geplant, aber die passen halt auch einfach perfekt zum Zebra. Aber jetzt kümmern wir uns mal um die 6 Liter Fork Pack Plus Taschen. Auch hier wieder Waterproof RK406 Quick Release, also vorne wie hinten schnelles Abnehmen. Auch hier ist, oh, wieder so ein, ja, wahrscheinlich so ein Tragegurt bei. Und so sollen die dann auch am Fahrrad aussehen. Ich bin sehr gespannt. Sehen recht groß aus, muss ich sagen. Und ich hoffe natürlich auch, dass dieses System, kann man schon mal sehen, dass das relativ stabil ist und nicht die ganze Zeit vorne irgendwie am Rumflackern ist. Ich habe mich auch hier für die Farbe schwarz entschieden. Gibt schwarz, orange, blau und oliv. Und auch die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Achso, hier nochmal die Fahrräder. Touringbikes, Roadbikes, Mountainbikes und Fatbikes. Okay, dann packen wir das Ganze mal aus. Also eingepackt sind die wirklich auch hier wieder richtig gut. Jetzt habe ich das zwar ein bisschen eingerissen, aber auch nicht so wirklich schlimm. So, dann packen wir das hier nochmal aus. Und meine Hoffnung war ja, dass die vorne hinten vom Material her auch gleich sind. So, jetzt kommt hier erstmal so ein relativ kleines Täschchen. Muss ich ein bisschen weiter weg. So, damit man die Größe auch ein bisschen besser sehen kann. Hier oben haben wir erstmal einen Klettverschluss. Dann wirken auch die, muss ich sagen, also die hinteren, die wirken schon relativ hochwertig. Auch hier fühlt sich das Ganze vom Material her wirklich gut an. Also vom Preis her muss ich sagen, es gibt deutlich teurere Taschen. Hier ist dann auch so eine kleine, ja, Anleitung mit dabei, wie man das Ganze am Fahrrad anbringen kann. Hier sieht man das. Das Ganze wird mit 3 Kabelstrapsen befestigt. Ich hoffe, naja, was heißt ich hoffe? Es gibt ja auch Systeme, die haben so richtige Rohrschellen. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Deswegen bin ich wirklich gespannt, wie das jetzt hier funktioniert. Versuchen wir mal einen Blick reinzuwerfen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie durch die Lichtverhältnisse gelingt oder misslingt. Doch, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so wirklich gut sehen konnte. Also auch von hinten hier, die Aufnahme wirkt schon recht gut. Also ich habe da keinen Billigscheiß gekauft. Dann war hier nochmal dieses Plastik, ja, extra, nochmal extra eingepackt in Plastik. Das Ganze
Zubehörzeugs. Hier haben wir, würde ich jetzt mal sagen, in Anführungszeichen einen dieser Kabelbinder. Bin gespannt, da ist gleich was rausgefallen. Okay, das Gewinde ist so ein bisschen aus Kunststoff. Das steckt man dann wahrscheinlich einfach hier so. Ah, okay, das steckt man dann tatsächlich hier so ein bisschen durch. Okay, und dann. Ja, okay, das ist jetzt das erste Mal, wo ich sage, okay, ich hoffe, das ist nicht zu billig. Also das wirkt jetzt nicht so hochwertig wie die Taschen selbst. Dann ist hier auch nochmal, ja, wieder so ein Tragegurt mit dabei. Kann man sich das Ganze wieder irgendwie umhängen. Insgesamt also wahrscheinlich ein Ersatz, ja, oder eine Ersatzstrapse. Das kommt ans Fahrrad dran. Hier direkt Gummi, also da wird auch scheuert nichts. Man kann natürlich nochmal Rahmenschutzfolie oder sowas, wenn man möchte, zusätzlich raufkleben. Und ja, jetzt würde ich das Ganze nochmal anbauen. Eine Sache ist hier noch drin. Und zwar, na gut, hole ich das Ganze dann auch nochmal irgendwie raus, um euch das so ein bisschen hier zu zeigen, was denn jetzt nochmal alles dabei war. Und zwar auch nochmal so eine kleine Schutzhüllen hier. Ich weiß auch nicht, wofür die jetzt sein sollen, aber das steht sicherlich in der Bedienungsanleitung. Tatsache, hier unten an der Stelle wird gezeigt, was mit diesen Schutzhüllen passiert. Okay, also kurz einprägen und los geht's. Tatsächlich, dass hier diese Hülsen vorher drauf macht, bevor ihr die Strapsen quasi rummacht. So, die erste Strapse habe ich hier oben mal festgezogen. Bevor ihr die festzieht, müsst ihr die auch einfriemeln, weil ihr kriegt die nachträglich da nicht mehr. Achso, man könnte sie natürlich zurückschieben so ein bisschen. Na gut, wenn man das hier so ein bisschen zurückschiebt, dann kriegt man das auch nachträglich immer noch ganz gut wieder eingefädelt. Also eine ist jetzt relativ festgezogen, hier die obere, die unteren sind noch nicht, aber erst einmal hält das ganz gut. Ich weiß gar nicht, für wie viel Gewicht das jetzt gedacht ist. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, hier steht jetzt nicht wirklich irgendwas drauf. Grundsätzlich heißt es ja in der Regel auch immer nicht so mehr als 2-3 Kilo. Ich würde vorne sowieso nur Klamotten reintun. Und ja, es sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Hier auf der Seite habe ich das so gemacht, dass hier an der Stelle, ja, die Kabelstrapse unten aufliegt. Da habe ich, oder dadurch habe ich festgestellt, dass ich links und rechts auf beiden Seiten die gleiche Höhe einstelle. So, jetzt sind alle drei festgezogen. Wichtig, man darf die wirklich nicht zu festziehen. Ich habe jetzt nochmal nach dem Drehmoment geguckt. Auf dem ersten Blick konnte ich hier jetzt nichts erkennen, so nach dem Motto, aber ihr dürft das wirklich nur handfest machen, weil das ist halt nur Plastik. Die Dinger gefallen mir, muss ich mal so sagen, nicht. Die Haltung selbst wirkt sehr hochwertig und auch die Tasche wirkt richtig gut. Und jetzt bleibt natürlich nur noch die Frage, wie funktioniert das jetzt? So, dann schauen wir mal. Ich glaube, ja, einfach so von oben nach unten. Und muss das irgendwie klicken? Nee, erstmal nicht. Nee, natürlich nicht, wenn man das ganze Ding auch falsch rum anbaut. So, der Pfeil sollte nach oben zeigen, denn hier ist nämlich diese eine Rast. Nase. Das heißt, ich baue das Ganze jetzt nochmal wieder ab und dann nochmal wieder dran und dann machen wir das nochmal. Okay, jetzt aber, Pfeil zeigt nach oben. Oben ist jetzt auch die Nase und dann lassen wir uns jetzt mal, weil wir haben ja hier diesen, oh, diesen Push- und Press-Button. So, das Ganze wird dann eingeführt, nach unten geschoben. Oh, so, und jetzt sitzt das Ganze richtig schön fest am Fahrrad. Wie gesagt, das mit den Plastikschellen gefällt mir nicht so wirklich richtig gut. Aber die Taschen sehen ja mal nice aus. So, ohne Inhalt ist natürlich immer schwer, die Taschen auch gut aussehen zu lassen. Aber ich muss ja mal sagen, okay, hinten ist natürlich auch noch nichts befüllt. Dann müssen wir bei den Final-Aufnahmen nachher nochmal schauen. Aber erst einmal muss ich sagen, gefällt mir das System, diese Idee, richtig, richtig gut. Also auch von der Qualität her sind die Taschen echt richtig, richtig gut. Und wenn man sie einfach abmachen will, macht man hier einfach, zack, drückt man diesen Press-Button und zieht die Dinger wieder raus. Okay, das ist ein super System. Die Taschen richtig hochwertig. Also bisher bin ich zumindest von den Taschen selbst für vorne sehr zufrieden. Naja, und so richtig in Form kommen die natürlich, wenn man da auch mal ein paar Sachen reingestopft hat. Ich werde das Ganze auf jeden Fall jetzt vielleicht
am Sonntag auf einer Testtour nochmal machen. Da mache ich nämlich auch eine Reichweitentour mit dem Mockwheel. Mal gucken, wie weit so ein Akku kommt. Da habe ich dann auch die Taschen dran und werde die auch mal so ein bisschen vollstopfen mit Zeugs, was man auf so Reisen ganz gut brauchen kann. So, vorne sind die Rhino Walk, ich weiß nicht. Hier mein Arbeitsplatz. Rocky ist natürlich auch wieder mit am Start, ne? Hallo, ja. Ich habe mir jetzt auf der Seite mal ein bisschen mehr Mühe gegeben, die Tasche anzubringen, also ja, so ein bisschen auszupolstern. Wie gesagt, die sind jetzt noch leer. Wenn die ein bisschen ausgebeulter sind, nachher sehen die natürlich oder wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser aus. Vorne bin ich begeistert, bis auf die Aufnahme, ne? Mit diesen Plastikschellen. Das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, dass das langfristig hält, zumindest länger als eine Saison. Und ja, müssen wir mal schauen. Aber dann gibt es natürlich eine Review dazu hinten. Müssen wir auch noch ein bisschen auspolstern. Und dann müssen wir mal schauen, wie das Ganze ja, sich unterwegs verhält. Und jetzt sehen wir uns dann gleich wieder bei den ersten Fahraufnahmen. Quasi an einer weiteren Zwischenetage oder Etappe, Etage ja nicht, angekommen. Ja, jetzt seht ihr mal die Taschen befüllt. Zumindest vorne habe ich sie jetzt mal so ein bisschen, also so befüllt, wie ich normalerweise auch mit den anderen Taschen von VD rumgefahren bin. Das Video habt ihr wahrscheinlich dann auch schon gesehen. Das waren Gabeltaschen von VD. Habe ich euch auch so ein bisschen gezeigt, wie ich die befestigt habe. Nach wie vor bin ich nicht damit so wirklich zufrieden, wie das hier vorne befestigt ist. Also das wird definitiv spätestens ab dem zweiten Jahr Probleme geben. Ansonsten die Halterungen selbst sind ja wirken richtig, richtig gut. Ich würde mir gerne für die Befestigung an der Federgabel irgendwie fette Kabelbinder holen. Fette schwarze Kabelbinder und dazu nochmal weitere Schienen für mein Himiway Zebra. Denn dann kann ich diese Fahrradtaschen vorne nämlich einfach immer umstecken, je nachdem, mit welchem Fahrrad ich gerade unterwegs sein will. Und an meinem Trekkingrad, dazu kommt auch nochmal ein Video, werde ich die wahrscheinlich dann auch benutzen, weil ich finde die optisch, vor allem hier ist mir das jetzt mit dem Ausbeulen richtig gut gelungen oder mit dem Nicht-Ausbeulen. Man muss immer so ein bisschen gucken. Ja. Und mit dem Verschluss oben muss man auch ein bisschen üben. Die Taschen sind nämlich noch sehr neu und sehr, sehr starr und widerspenstisch. Ich weiß nicht mehr, ob das bei meinen VD-Taschen auch so war oder ob sich das nach einer Zeit jetzt, ich nutze die auch mittlerweile anderthalb Jahre, ob sich das jetzt mit der Zeit so ein bisschen gegeben hat. Hinten! Ja, jetzt sieht das im Vergleich zu den VD-Taschen, die ich zuletzt hatte. Dazu kommt auch noch mal ein Video. Also ich drehe das hier jetzt zuerst, weil ich hatte auf die Taschen einfach ein bisschen mehr Lust. So, ich halte die Kamera mal ein bisschen schräg, damit es so aussieht, als würde das Fahrrad gerade stehen. Von hinten, tolle Optik, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Von der Seite. Ne, hier ist jetzt mein ganzes Equipment drin. Also hier sind jetzt, ist jetzt die Drohne drin, die 80D, mit der ich gerade filme. Also eine Spiegelreflexkamera inklusive Verstauungsmöglichkeit. Die GoPro ist da drin. Auf der linken Seite werde ich jetzt, ja, da ist jetzt, glaube ich, nur eine Regenjacke drin. Ich fahre jetzt gerade einkaufen und werde euch dann gleich noch mal zeigen, wie sich das Ganze mit ein bisschen mehr Gewicht verhält. Jetzt aber erstmal fahre ich weiter einkaufen. Aber ansonsten optisch und auch mit dem Verschließen jetzt habe ich mich sehr gut mit angefreundet. Ich habe da ein paar Mal auf und zu gemacht. Ich glaube, nicht erwähnt hatte ich bisher die Taschen außen. Mit Reißverschluss, ja, mit einer Hand ein bisschen blöd. Aber hier hat man auch noch mal die Möglichkeit, etwas reinzutun, wo, ja, was man halt, das fehlt mir bei den ganzen Fahrradtaschen, die ich bisher hatte. Einfach mal so von außen für den schnellen Zugriff.
Ja, bisher bieten die alles, die sind universell, habe ich ja gestern, oder was heißt für mich gestern, aus eurer Sicht vorhin, habe ich ja schon gezeigt, wie einfach man die umhängen kann. Und ja, tatsächlich, wir haben hier da die Möglichkeit einer kleinen Diebstahlsicherung, das sieht man auch so auf dem ersten Blick nicht und man kriegt sie dann auch tatsächlich nicht raus. Und das ist halt eine ganz ordentlich gute Funktion. So, Flugzeug, wo ist es? Ja. Die fliegen heute ziemlich tief. Ich weiß auch nicht warum. Wir sind weit genug von Hamburg weg. Also irgendwie keine Ahnung, was die hier wollen. Als ob die einen Umflug machen müssen. Also Richtung Hamburg scheint er jetzt auf jeden Fall zu fliegen. Wo ist er? Jetzt ist er verschwunden. Das gibt's ja gar nicht. Naja, auf dem Display sehe ich ihn gerade nicht mehr. Naja.